Hey Leute, herzlich willkommen zum Clan-Channel, ich bin's wieder Elias und heute habe ich ein weiteres Tutorial für euch. Und zeigt euch heute, wie ihr jedes beliebige Bild als eure Crew-Emblem machen könnt. Sprich, ihr könnt es dann auf euer T-Shirt, auf euer Auto oder sonst irgendwo hin machen. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool und es ist eigentlich auch ziemlich einfach. Ihr müsst einfach nur gut aufpassen und genau das machen, was ich mache. Weil manche Sachen sind ein bisschen knifflig, aber deswegen bin ich ja hier und zeige euch das einfach alles. Was ihr dafür braucht, sind drei Programme. Einmal Google Chrome, aber ich denke mal, das hat jeder. Dann Notepad, das muss ich einfach nur downloaden. Link dazu findet ihr dann nachher in der Beschreibung. Und dann braucht ihr noch Photoshop. Photoshop kann man sich cracken oder kaufen, wenn ihr genug Geld habt. Ihr könnt, glaube ich, auch nur die Testversion runterladen. Bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste rein theoretisch gehen. Und ja, es gibt genug Tutorials, wie man Photoshop cracken kann. Und ich glaube nicht, dass es mit einem anderen Programm geht, aber ich kenne mich damit sowieso nicht so aus mit Bildbearbeitung. Könnte also sein, dass ihr ein anderes Programm habt. Und ja, was ihr machen müsst, ist einfach nur auf Photoshop öffnen. Dann geht ihr auf Datei, neu. Und ja, dann machst du einfach Breite und Höhe genauso einstellen wie ich, also 512 Pixel, nochmal 512 Pixel, Auflösung auf 72 Pixel Zoll, 8-Bit und RGB-Farbe transparent, müsst ihr nicht machen, aber empfehle ich auf jeden Fall. Und ja, dann drückt ihr einfach auf OK, jetzt habt ihr eben dieses schöne Feld hier. jetzt sind einfach euer Bild, die ihr nehmen wollt, ich habe jetzt einfach mal Eminem genommen, keine Ahnung warum. Und ja, jetzt fügt ihr das einfach hier in Photoshop ein. Und macht es jetzt auf genau die gleiche Höhe wie das weiße Feld da sozusagen. Ist jetzt zwar nicht mehr genau die beste Qualität, aber ich denke mal, das geht auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr es jetzt eben gemacht habt, dann geht ihr auf OK. Und jetzt speichert ihr das einfach. Und zwar geht ihr da auf für Web speichern. Und jetzt speichert ihr das einfach. Drückt auf Desktop und jetzt Eminem. Emblem. Und speichert jetzt einfach, könnt ihr Photoshop schließen, braucht jetzt nicht mehr. Und ja, jetzt seht ihr eben, ich habe hier das Bild, das kann ich eigentlich löschen. Und ja, wenn ihr jetzt eben das Bild habt, dann müsst ihr jetzt eigentlich nur noch auf Google Chrome gehen. Habe ich aber schon geöffnet. Und jetzt müsst ihr auf die bestimmte Seite gehen, Vector Magic. Den Link zu dieser Seite findet ihr in der Beschreibung. Und hier braucht ihr jetzt einen Account. Und ja, ihr braucht da eine richtige E-Mail-Adresse, also ihr könnt keine 10 Minuten Mail nehmen. Und ihr werdet einfach nur einen Bestätigungscode bekommen und dann müsst ihr einfach hier eingeben irgendwo. Und ja, wenn ihr das dann eben gemacht habt, dann müsst ihr einfach auf Upload Image to Tracing draufdrücken. Jetzt seht ihr das Bild auf, das ihr mit Eminem da gemacht habt, beziehungsweise halt das, was ihr in Photoshop gespeichert habt. Und ja, jetzt ladet es einfach nur kurz hoch. Und jetzt kommt es natürlich auf eure Internet-Dings an, auf eure Internet-Verbindung, wie schnell es eben gehen wird. Und ja, jetzt seht ihr hier, seht ihr eben gerade hoch. Und während es jetzt hochlädt, bin ich mal kurz leise und bis gleich. Wenn es jetzt oben ist, dann seht ihr hier eben die Bilder. Warum die Qualität jetzt so schlecht ist und warum meine Maus gerade leckt, weiß ich gar nicht, aber ist ja egal. So wird es dann eben am Ende aussehen. Man kann damit Foto, weil das liegt jetzt an Photoshop, weil ich irgendwie falsche Einstellungen gemacht habe und so. Die ganzen Photoshop Basicer da, also Freaks sagen wir mal so, Basicer hört sich scheiße an. Unter euch wissen bestimmt, wie man das hier besser macht und ja, das könnt ihr einfach so machen. Wenn ihr es dann gemacht habt, dann geht ihr auf Download Result. Und jetzt ist es wichtig, also ein bisschen wichtig ist es nicht, aber ihr müsst es aufpacken, aufpassen. Wenn ihr euch anmeldet, habt ihr zwei Tokens. Ich habe schon ein Emblem gemacht, also eins hochgeladen, deswegen habe ich nur noch ein Token. Und wenn ihr keine Tokens mehr habt, dann müsst ihr euch Tokens kaufen. Deswegen tut es also wirklich nur das Bild nehmen, das ihr auch wirklich haben wollt. Ihr habt dafür zwei Versuche und ich habe jetzt eben eins für mich genommen schon. Und dann eben noch ein für das Tutorial für euch extra. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr dann euch einfach nochmal einen neuen Account machen könnt. Ich denke eher, die machen das mit IP-Adresse oder so. Aber ist ja eigentlich auch egal. Deswegen einfach aufpassen, dass ihr halt keine Bilder umsonst sozusagen macht. Und ja, jetzt geht ihr einfach auf den Knopf, den ich da gerade gedrückt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt stand. Aber ist egal, jetzt geht ihr einfach auf SVG. Also ist wirklich wichtig, dass ihr SVG nehmt. Und ja, das müsst ihr jetzt speichern. Jetzt steht hier, dass es schädlich ist. Aber es ist nicht schädlich, ihr müsst keine Angst haben. Vertraut mir einfach mal. Beziehungsweise habt einfach ein gutes Virensystem, sagen wir mal so. Jetzt gehen wir auf Behalten. Das tun wir jetzt Mod anzeigen lassen und tun es einfach nur kurz auf unser Desktop ziehen. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, dann müssten wir jetzt eigentlich nur das hier mit Notepad plus öffnen. Und ja, eigentlich kann man das hier machen, bei mir steht es aber irgendwie nicht, auch wenn ich auf Öffnen mitgehe, steht es leider nicht hier. Vielleicht hier auf andere Programme. Steht das hier irgendwo? Nein, tut's nicht. Wenn es bei euch auch nicht steht, dann geht ihr einfach auf Notepad. Dann geht ihr auf Datei, neu, nee, öffnen, tut mir leid. Und zwar geht ihr dann auf Desktop und wählt dann eben dieses Dings aus.
Eminem, Problem. Und jetzt seht ihr diesen Code. Und was ihr jetzt machen müsst, der Code ist auf jeden Fall ziemlich lang. Ich glaube, das sind irgendwie die Farben oder so. Ich kenne mich mit dem Scheiß gar nicht aus. Ihr müsst jetzt die Patch-Dateien einfach kopieren. Was jetzt aber wichtig ist, dass ihr die oberen drei Zeilen jetzt einfach löscht. Ihr markiert die einfach und drückt dann auf Löschen. Und das gleiche macht ihr hier unten noch. Bei diesem letzten Wort SVG müsst ihr auch löschen. Und ja, wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann drückt ihr einfach STRG A oder kopiert einfach alles, aber so geht es halt schneller. Und dann nochmal STRG C zum Kopieren. Und wenn ihr das jetzt gemacht habt, schließt ihr das Programm einfach wieder. Geht auf Internet Explorer, geht dann auf eure Crew und geht auf neues Emblem starten. Ich hoffe, es geht, das war ja irgendwie ist die Seite bei mir immer extrem langsam. Und ja, jetzt geht ihr einfach, jetzt kommt es darauf an, dass ihr Google Chromium habt, deswegen braucht ihr es auf jeden Fall. Tut ihr Rechtsklick auf dieses weiße Feld machen, dann Element untersuchen. Dann steht hier jetzt irgendwo SVG. Und ja, das müsst ihr jetzt einfach suchen. Es müsste ja nicht hier genau da stehen, wo es bei mir auch steht. Da macht ihr einfach nur einen Rechtsklick drauf. Geht dann auf Edit as HTML. Und jetzt seht ihr eben das Kästchen hier. Und jetzt müssen wir hier, also wenn ihr das so lest, dann müssen hier wie zwischen React und SVG drauf gehen, zwischen diesen zwei Zeichen. Und das drückt STRGV für den Code, den wir vorhin genommen haben. Und jetzt drückt ihr einfach nochmal Enter. Und jetzt müsste das Bild hier gleich erscheinen, das wir gemacht haben. Jetzt warten wir einfach nochmal kurz, beziehungsweise schließen schon mal das Programm. Und ja, ihr seht jetzt hier das Eminem-Bild. Das ist natürlich nicht so eine gute Qualität, wie schon gesagt. Das sehe ich in meinem Photoshop-Design, weil es eben nicht so gut klappt bei mir. Und ja, jetzt könnt ihr es eigentlich einfach nur speichern. Geht auf Speichern, Speichern. Und jetzt müssen wir einfach nur warten. Dein Emblem wurde gespeichert. Und ja, jetzt seht ihr eben hier ist mein Emblem. Jetzt tun wir das auf Hochladen gehen. Ja, hochladen. Und ja, jetzt habt ihr das eben schon als cooles Emblem. Also wie schon gesagt, ihr könnt jedes beliebige Bild nehmen. Ich habe aber vorhin, das muss ich noch sagen, das ist wahrscheinlich ziemlich wichtig, vorhin ein anderes Bild probiert und da waren ziemlich viele Farbtöne drin und es hat nicht funktioniert. Also nehmt am besten ein Bild, das nicht so ein hohes Farbprofil hat, wenn man das so sagen kann. Ich weiß es gerade gar nicht. Also nehmt halt mit wenigen Farben auf jeden Fall. Nein, ich möchte nicht in eure Crew. Ich zeige euch jetzt einfach noch, wie man das dann eben als Crew-Emblem machen kann. Und ja, ich glaube, ich weiß es. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das jetzt richtig mache. Ja. Sehen wir einfach unser Eminem-Bild. Und ja, das war es eigentlich wieder mit dem Tutorial. Jetzt seht ihr hier, das ist als Eminem-Bild. Das ist auf jeden Fall hammergeil. Kann man dann eben jetzt auch sein, wie ungültige Zeichen. Wollte mich verarschen. Hat doch gar nichts geändert. Naja, egal. Ja, jetzt habt ihr das eben als Bild und das war es eigentlich mit dem Tutorial. Wie immer würde ich mich heute freuen und ihr könnt jetzt einfach auf Auto oder so machen, was ihr auch immer ihr wollt. Ist auf jeden Fall eine hammergeile Sache und ja, ich bin nur weg. Ciao, haut rein.